Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf und wir spielen weiter Mordos Schatten. An dieser Stelle möchte ich mich einmal ganz, ganz kurz bedanken für all die Leute, die mir so viele nette Nachrichten geschrieben haben, was Mordos Schatten angeht. Wer das vielleicht ein bisschen verfolgt hat, die Klicks sind ja bei mir für diese Videos eher oder sagen wir relativ gering oder kleiner als jetzt zum Beispiel manche andere Videos. Und diese Nachrichten von euch, die bauen mich immer wieder auf und die geben mir quasi immer wieder Motivation zu sagen, ey, es gibt da draußen Leute, die finden das richtig geil. Und für euch mache ich diese Videos. Und natürlich auch für mich, weil ich habe unglaublich viel Spaß dabei, Orks kaputt zu machen. Und du Rucks. So, und jetzt will ich nicht mehr lange Schnackenkopf in Nacken. Aua, warte mal, ich wollte den da töten. Warte mal. Wer von euch wollte jetzt hier... Der. Okay, Moment. Moment, muss ich mich kurz... Oh, shit! Falsch, verkehrt, Entschuldigung. Nein, schon wieder! Letzte Chance! Kriegen wir den? Nein! Okay. Na, ist egal. Wenn jetzt mehr Orks kommen, Uruks, dann ist mir das auch scheißegal. Ey! Hau mich nicht, wenn der Regen... Aua! Scheiße! Okay, ich muss mich wohl ein bisschen konzentrieren hier, ne? Das geht so nicht weiter. Aua! Jetzt ist das auch noch ein Berserker, oder was? Du auch? Okay, Konzentration, Freunde. Ja. Oh. Hau zu. Oh, shit. Ich bin gleich tot. Okay, das ist nur... Oh, aua. Okay, wir brauchen ganz kurz... Wir brauchen... Aua. Okay, letzte Chance, kein Problem. Wir brauchen mal kurz eine Waffe, ne? Eine Waffe, sag ich schon. Was ist denn los mit mir? Wir brauchen eine Pflanze. Die Pflanze muss her, Digga. Okay, lass mich hier weg. Bitte. Hui-ha. Okay, das war knapp. Gebe ich zu. Wir haben hier irgendwo Pilze. Da unten. Okay. Alles klar. Nehmen wir mit. Nimm die Pilze. Danke. Das hatte ich ja schon mal gesagt, ne? Das regt mich ein bisschen auf, wenn du Pilze nehmen willst oder Pflanzen. Und da steht irgendwo in der Nähe ein Uruk. Alter, wieso kommen wir denn jetzt hier nicht hoch? Dann versucht er immer diesen Uruk zu nehmen und das ist immer voll nervig. So, jetzt machen wir hier mal auf. Und dann lassen wir das Vieh mal ein bisschen vor uns kämpfen. Beziehungsweise, warte mal, ich wollte das gerne noch übernehmen, das Ding. Damit es uns nicht zufällig verletzt. Aber darauf reiten wollte ich jetzt eigentlich nicht. Obwohl, ein bisschen rumhauen können wir ja schon. Leider, achso, man kann da nicht rüberspringen. Das ist natürlich ärgerlich. Digga, lass mich erstmal raus, bitte. Ich weiß, ihr wollt alle ein Stückchen abhauen vom Kuchen. Aber ich muss jetzt erstmal hier irgendwo hin, wo ich Platz habe. Ich muss Sachen sehen. Das geht so nicht weiter. Hier haben wir noch eine Rune, übrigens. Können wir mitnehmen. Oh. Kann ich mich wehren, wenn das ist. So, Digga, jetzt pass mal auf. Jetzt schenke ich dir was zum Geburtstag. Und zwar deinen Tod. Und... Okay. Jetzt können wir hier ein bisschen mehr machen. Und... Ich sehe da hinten einen Hauptmann, ne? Den müssen wir auch noch nutzen. Das war heute eigentlich geplant. Ja, die sterben hier auch davon. Bin mir doch nicht ganz sicher. Wir probieren das mal aus. Ich glaube ja. Ich glaube, ein paar von denen sind schon deswegen gestorben. Oh. Guck! Oh, warte mal. Den wollte ich gerne. Hier. Okay, das habe ich mir gedacht, dass der da nicht immun ist. Der hat nicht so viel Macht. Alter. Bist du Stress? Natürlich will er Stress. So, ich hab's gelesen. Ich hab's natürlich gelesen. Ich kann sie so verhören, den Nacken. Wenn das grün wird. Oh. Weil der mich jetzt gehauen hat. Oh nein, der hasst Niederlagen. Das wäre ja ganz toll. Aber du kriegst noch von mir, Digga. Du kriegst trotzdem von mir. Ja, greif mich an, du Nacken da hinter mir, wenn du willst. Oh, da passiert gerade nicht so viel, ne? Okay. Gehen wir halt hier rüber. Warte. Haben wir. Warte mal, blau. Okay. Zack, nehmen wir mal an, der ist auch nicht immun gegen Pfeile, man weiß es nicht. Jemand muss das Signalfeuer anzünden. Oh. Alter. Okay, wir haben eine Chance, ihn jetzt zu töten, wenn wir uns wehren dürfen. Jo. Hui.
Okay, er ist nicht gestorben. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber wir haben jetzt Leben dazu gekriegt. Finde ich gut. Aber die verletzen wir so nicht, ne? Aber so. Komm, Digga, bist du immun? Nee, bist du nicht. Oh. Komm her. Hä? Okay, jetzt machen wir schon wieder keinen Schaden. Aber vielleicht, wenn wir ihn betäuben, geht das dann? Oh ja, das geht. Wir sind alleine, Digga. Hast Angst? Nimm das! Oh, er mag keine Niederlagen. Ist jetzt blöd gelaufen, ne? So, Leute, ich muss euch jetzt leider natzen, damit ich hier die Sache aufsammeln kann. Aber hier mal weg, kurz. Ich stehe gerade schlecht. Okay, so, jetzt kommt mal her. Wer will jetzt welchen Stress? Also, irgendwer schießt da auf mich, habe ich das Gefühl. Hier, die Sperrnacken. Oh, ich brauche Pfeile. Ich brauche Pfeile. Und, Entschuldigung, ich habe da irgendwie... Mir ist da was in den Hals geklettert. Aua. Und rüber. Und... Und... Und los. Lauf. Einmal rüber. Und er. Das mache ich alles nur für die Scheißrune. Was war das denn jetzt? Guck mal hier. Der hier. Ach, ich habe keine Pfeile. Shit. Ah, ich habe gedrückt. Leute. Ihr müsst es mir nicht glauben, aber es stimmt. Brauchen wir noch Pfeile. Und... Mach das Ding zu Ende. Mach das Ding bloß zu Ende. Und jetzt noch den da. Nicht bewegen. Hui. Und verhören. Wir brauchen nämlich eh noch so... Zumindest mal müssen wir mal sehen, wie die heißen und so. Babaguk. Der Fleischpooler. Kevin, hörst du mal auf, in deinem Fleisch zu pulen? Okay, Mama. Okay, jetzt haben wir keine Informationen. Das ist aber nicht so schlimm. Zurück. Das mit deinem Kopf tut mir leid. So, jetzt kann ich bitte endlich mal diese Rune hier einsammeln. Wir sind hier anscheinend in irgendeiner Art Arena. Wer weiß, ob wir hier nochmal rein müssen. Storymäßig, weißt du? Dann bin ich dein Gegner. Wer ist mein Gegner? Ist hier oben einer? Ich glaube, du bist nicht so lange mein Gegner, kann das sein? Komm mal her. Komm. Wie, eben war es auch noch rot. Jetzt. Welches Geräusch denn? Oh, den können wir, glaube ich, von oben auch gleich nutzen. Guck mal auf. Oh, jetzt sind hier die Nacken. Okay, warte. Und... Ich möchte mir gerne noch ein paar mehr Informationen holen. Eigentlich wollte ich ja wieder storymäßig weitermachen. Vielleicht machen wir das auch gleich noch. Aber ich wollte hier... Ein bisschen Informationen wollte ich noch reinholen. Wir kennen ja noch nicht alle Leute hier. Wie schnell wir jetzt das blaue Schwert kriegen, ne? Das ist voll geil. Knie ins Auge. Das ist nie gut für denjenigen, der das Knie ins Auge kriegt. Denn derjenige, der das Knie wirft, der hat's eigentlich ganz gut. Das sieht schön aus. So von oben geguckt. Lalalalalala. Oh, der ist schon tot. So, warte mal. Haben wir jetzt schon Pfeile wieder? Ja, eins. Zwei. Und jetzt sind hier noch zwei, die Informationen. Ey, nicht weglaufen. Kommst du her? Komm her. Kann ich nicht greifen, nur jetzt.
shit, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Okay, geschafft. So, nehmen wir uns einen, der ein bisschen mehr Macht hat. Naja, gut, 5. Der Mörder. So, ein bisschen übertrieben, ne? Ich glaube nicht, dass er wirklich viel mordet. Guck mal, kann durch Kampftodesschüsse sofort getötet werden. Kann durch Schleichtodesschüsse sofort getötet werden. Kann durch einen einzigen Kopf... Also diese Kopfschussopfer, ne? Die tun mir ja echt leid. Die können ja nun wirklich gar nicht. So, das reicht jetzt erstmal an Informationen. Wir, würde ich mal sagen, machen mal die nächste Story-Mission. Das will man ja durchaus manchmal. Lass uns die mal markieren. Und dann müssen wir immer springen. Das ist ja albern hier. Schwing. Können wir da nicht hinspringen? Warum nicht? Schnellreise ist momentan nicht verfügbar. Na toll. Wahrscheinlich wollen mich so viele Uruks sehen, ne? Haben wir hier noch irgendwie Gratis-Informationen da genau vor uns? Oh ja. Schwing. Und? Na, du sollst ihn nehmen, Digga. Der hier. Lamluk der Arsch. Der ist bestimmt sehr, sehr gelehrt. Kann durch Kampftodesstöße sofort getötet werden. Und Schleich. Also, das ist natürlich. Das sind wirklich. Das kann man eigentlich nur noch Opfer nennen, ne? Todesgesandter! Wer bist du denn jetzt? Du hast also den Hammer getötet. Doch unsere Zahlen wachsen weiter. Und die Menschheit wird untergehen. Deine Mutter wächst weiter, wenn du verstehst, was ich meine. Ich glaube, ich werde dich halt ziemlich schnell töten. Ich muss ihn leider jetzt töten, Leute. Der hat mich beleidigt. Und ihr wisst, das hält nicht lang. Da ist man schnell tot, wenn man das tut. Erstmal hier so ein bisschen kümmern. Oh, shit. Okay. Berserker. Ich achte da manchmal nicht so drauf. Jetzt bin ich auch eigentlich darüber gesprungen, aber das hat mir nichts gebracht. Ich bin gleich tot. Deswegen muss ich immer auch hier lieber eine Runde weglaufen. Zumindest bis wir hier eine Pflänzchen gefunden haben. Da ist schon eins. Wir müssen zickzack laufen. Zick, zack, zick, zack, Tatze, nimm sie. Nimm sie. So, Freunde. Hier ist gerade ein bisschen blöd, hier ist ein bisschen eng. Lass mal darüber gehen. Ist mir so geil, dass ich entscheide, wo wir kämpfen. Lauf, 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 lauf. Ich hab noch eine Idee gerade. Nee, ganz spontan. So was. So, komm her. Ach so, guck mal, der hat jetzt Panik, oder was? Geil. Oh, der ist gleich tot. Naja, gut. Machen wir das. Muss ich dann jetzt noch die anderen hier natzen, oder können wir das irgendwie so erledigen? Der ist gleich tot. Auf jeden Fall. Ist er schon tot? Ich glaube, ja. Das Ding raubt er hier richtig auf, ne? Ah, der lebt noch, guck mal. Bams. Das hat der sich so selber ausgesucht. Jetzt sind hier, glaube ich, noch... Kann das sein, dass wir zwei Runden sind? Oder ist es eine Mission? Ist das eine Mission? Nee. Ey, hau mich nicht. Achso, wolltest du gar nicht. Okay, dann während ihr hier noch Sachen macht, obwohl, wir könnten ja mal wieder auf dem Ding zu einer Mission reiten, ne? Kommen wir von hier darauf? Kommen wir nicht? So nicht? Muss dann ja hierher kommen, oder was? Komm her! Komm her! Nur zu hoch? Nee, jetzt! Ah ja! Okay, los geht's. Wir müssen weg. Wir haben keine Zeit. Es gibt später irgendwie so eine Fähigkeit, da kannst du dann mit deinem Pfeil auf so ein Ding schießen und wenn du das machst, dann bist du da hingeportet und sitzt direkt drauf oder irgendwie sowas. Das habe ich zumindest auf der Gamescom beim Anspielen mal gesehen. Oh, jetzt können wir bei der schönen Musik einfach mal durch die ganze Welt hier laufen, auf dem Karakor. Mittlerweile weiß ich, dass das Ding Karakor heißt. Ist das nicht geil, Leute? Was für eine Entwicklung ich durchgemacht habe. Ja, Eevee, habe ich. Du brauchst jetzt nicht hier einen auf und so machen, ne? Du weißt, was ich meine. Ist ja gut. Ich habe halt diese Fähigkeit, ich kann Sachen erlernen, aber es dauert bei mir ein bisschen. La, 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 la. Schwing, schwing. Habe ich da gerade etwas gehört? Nein, nein. Das hast du dir eingebildet. Ach komm schon. Uruk tötet beide. Müssen wir den jetzt auch noch töten oder was? Ja, dann kommt mal bitte hier raus. Hier habe ich ein bisschen Platz. Dann ist das für mich auch okay. Kann ich von hier aus auch schießen? Jo.
So, bist du immun? War das nicht der, den wir sogar eben gesehen haben, wo ich noch so gelacht habe? Das ist eine Rune, ne? Müssen wir die jetzt mitnehmen? Oh Mann. Okay. Ist der Karagor jetzt weg? Nimm das Ding mit. Karagor, ich brauche dich. Soll ich dich beschützen? Oh oh. Oh oh. Sieht doch gut aus, sieht doch gut aus. Hast du nur die Beine getroffen, oder was? Und, oh, ich wollte jetzt erdrücken. Wir brauchen dringend diese Kraft. Ich laufe jetzt weiter. Wir brauchen dringend diese Kraft. Kann ich mal ganz kurz die Pflanze hier noch mitnehmen? Muss sie? Ja. Diese Kraft, wo man, wo wollte ich, was wollte ich sagen? Ich wollte jetzt die, wollte die scheiß Pflanze da mitnehmen, Digga. Nerv mich nicht. Den wollte ich eigentlich noch am Leben erhalten, wenn das geht. Der ist schon tot, ne? Ärgerlich. Jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ist ja auch egal. Wir laufen jetzt einfach zu der Mission und machen die jetzt mal. Jetzt wird die Folge wieder unglaublich lang. Wahrscheinlich wird sie eh lang, weil diese Mission wahrscheinlich irgendwie viel länger dauert als andere Missionen. Manchmal, vielleicht, eventuell. Oh, warte. Wollen wir noch Pfeile mitnehmen? Das sind so viele, ne? Ach so, ich wollte sagen, welche Kraft wir brauchen. Wir brauchen diese Kraft, wo die Todesstoßserie nicht unterbrochen wird, wenn man getroffen wird. Die ist richtig geil, glaube ich. Oh shit, oh shit. Leute, ich muss doch eigentlich zur Story-Mission. Die Leute wollen doch die Action hier sehen. Ich kann doch jetzt die ganze Zeit nicht hier einfach nur Obst klatschen. Das ist doch auch irgendwann langweilig, oder nicht? Oh! Leute, ihr habt euch angemeldet für den Stress. Ich habe ja niemanden gezwungen, mich jetzt hier anzugreifen. Im Gegenteil, ich wollte ja auch nicht weg. So, du Nacken da. Geht's mir mal richtig auf den Sack? Ups, falscher Knopf. Ich wollte ihn eigentlich töten, aber na gut. So, habt ihr jetzt alle Angst? Dann lasse ich euch erst recht, du. Oder einen von euch, zumindest. So, das muss reichen. Wie gesagt, wir wollen eigentlich zu der Mission da drüben. Ich würde gerne noch einmal Pfeile aus irgendeinem raussaugen. Dafür können wir ja erstmal hier so ein bisschen aufräumen, dass die Nacken den hier nicht holen. Sowas. Oh, das ist ein Karagor. Okay. Warte mal, du da. Gib mir mal Pfeile, bitte. Ach, Karagor muss ich ja auch noch töten für meine komische Jagdmission. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Digga, geht mir doch bitte nicht auf den Sack. Oh, mein Fokus ist leer. So, warte mal, warte mal, warte mal. So, ihr habt jetzt auch schon wieder Angst, oder was? Ach, shit, ich verdrück mich immer. Das ist doch scheiße. Man muss halt die linke Maustaste loslassen, bevor man die rechte auch loslässt. Und ich lasse manchmal einfach beide los und das ist das Problem hier. Ist nicht so schlimm. Einführung, neues Gebiet. Wenn du diesen Auftrag beginnst, betrittst du ein neues Gebiet. Über die Karte M kannst du jederzeit nach Ulun zurückkehren, indem du eine Schnellreise nach Ulun durchführst anscheinend. Jedes Gebiet besitzt seine eigene Armee. Oh mein Gott. Gehen wir eine Stufe weiter, oder was? Oh, wird auch, glaube ich, langsam Zeit, ne? Hier ist eine Pflanze. Sie versuchten ihn zu fangen, aber er konnte ihnen entkommen. Laber mich nicht zu. Sind denn auch Sklaven versklavt? Das kommt mir nicht gut. So. Lauf frei! Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer! Ja, okay. Wenn ihr das sagt, machen wir das so, ne? So, der Bote. Der Geruch von frischem Fleisch lockt stets die Wildtiere herbei. Und die streifenden Rudeln umher. Wir sollten gehen. Sofort. Die Königin wird froh sein, dich zu sehen.
sind da. Lady Marvin, Königin des Meeres. Mutter? Der gefallene Waldläufer des Schwarzen Tors. Komm her. Eure Tochter sagt, ihr hättet etwas für mich. Nicht für dich, Talion. Es bleibt nicht viel Zeit. Schon bald wird der dunkle Herrscher mit seiner Armee ganz Mordor einnehmen, aber eine starke Macht kann erweckt werden, um ihn aufzuhalten. Bin ich deshalb hier? Begib dich zu Morgoths Narbe. Entwende das Elbenwerk von den Ghulen und finde den Zwerg. Halte durch. Welches Leid plagt deine Mutter? Niemand weiß es. Seit ihren Reisen geht es ihr noch schlechter. Gibt es kein Heilmittel? Es gab eins. Doch unser Lager wurde überrannt. Geilen Zwerg! Waldläufer vom Schwarzen Tor, ich bin Hallas, euer neuer Kommandant. Ich bin stolz, euch zu führen und Gondor im Falle der Rückkehr des Namenlosen zu verteidigen. Bleibt stets stark und wachsam. Okay, mach ich. Ich muss den Weg zu Morgoths Narbe finden. Womöglich können wir die Spur der Ghule an der geplünderten Karawane, die wir sahen, zurückverfolgen. Oh yeah, das gleiche wollte ich auch gerade sagen. Und Leute, seid mir nicht böse, aber das ist jetzt so ein kleiner, ich nenne es einfach mal Cliffhanger oder Teaser oder was. Wir haben jetzt diese Mission gestartet und werden sie auch weitermachen, aber erst in der nächsten Folge. Und ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war der Fischkopf, bis dann und tschüss.